Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Donkey Kong Country 1 und im letzten Part haben wir das letzte Level geschafft und wir machen uns jetzt auf den Weg zu den letzten beiden Bossen, aber vorher gehen wir nochmal bei Cranky vorbei. Ihr habt Glück, wollte gerade in die Waschanlage. In der Schlangengrube des Höhlenwands erwarten dich bananenheiße Geheimnisse. Ein Ritt auf dem Schwertfisch wird dich schneller ans Ziel bringen. Okay, ihr Quälgeister, macht euch auf den Weg. Wir machen uns auf den Weg zum vorletzten Boss Neckys. Rache. Und der Boss aus der zweiten Welt will nochmal Rache nehmen. Ja, was ist anders? Er schießt einfach mehr Nüsse. 1, 2. Und jetzt schießt er 3, wahrscheinlich. Und wir können ihn auch nur dann treffen, wenn er alle geschossen hat. Boah, der war schnell, der war fies, du. Oh, jetzt schießt er 5. Und mein erster Kill gegen einen Boss. Erster Tod, nicht Kill. Ach komm, nimm mich Donkey Kong. Okay, ich werde ihn ernst nehmen. Ach, scheiße. Ich habe so das Gefühl, dass er den ist immer dahin wirft, wo ich gerade bin. Ah, Mann. Okay, das ist gar nicht so leicht. Scheiße. Der ist echt nicht so leicht. Verdammt. Sonst hatte ich nie Probleme bei dem, aber egal. Das gibt's doch nicht. Bei der ersten Nuss... Okay, so können wir uns aber nicht bei King Carol blicken lassen. Wenn ich jetzt noch Donkey Kong im Petto hätte. Haha. Das ist besser, wenn er oben ist, weil dann... Ach, vergesst es. Ah, hätte ich noch Donkey Kong gehabt. Aber das mit auf seinem Schnabel springen bringt nochmal Zeit. Jetzt habe ich Zeit gewonnen. Ah, ich glaube, das mache ich ein bisschen öfters jetzt mal. Das bringt echt Zeit. Ist das vielleicht das Geheimnis einfach? Oh, Vorsicht. Ah, Vorsicht. Jawohl. Los, Donkey Kong, mach ihn platt. Jawohl. Gekillt, Junge. Ja, okay, das... Ist ein bisschen leichter, wenn man auf seinen Kopf springt, wenn er kurz davor ist zu schießen. Und wir sehen, fast alles hat Diddy gemacht. Donkey Kong, was ist los? Oh, und die Bosswelt heißt Galionsplanken. Das ist der Name der ersten Welt von Donkey Kong Country 2. Machen wir uns auf den Weg, K. Wool zu besiegen. Die Musik ist cool. Okay, er wirft die Krone und dann müssen wir ihn besiegen. Oh, ich dachte, er rennt nochmal. Wird er jetzt dreimal rennen? Die Musik ist echt cool. Okay, was macht er jetzt? Okay, er schießt Kanonen. Dann... Ach, das war schon wieder blöd. Ah. Ach, was ist denn los in diesem Part? Jetzt streng ich mich an. Jetzt reicht's mir. So. Ich hab den irgendwie schneller in Erinnerung. Weiß auch nicht. So, jetzt Konzentration. Aber die Musik lenkt ab. Ist einfach zu cool.
lasse mich aber nicht nochmal von den blöden Kanonen treffen. Ist denn so schwer eben gewesen, den auszuweichen? Ich denke nicht. Wahrscheinlich hat er drei Schematas, denen wir ausweichen müssen. Also beim ersten rennt er, die zweiten sind jetzt die Kanonen. Das dritte Schema, keine Ahnung. Springen oder so, vielleicht. Das hat er ja in DKC2 auch gemacht. Schnell. Was? Das war's doch noch nicht. In tiefer Dankbarkeit an. Ja. Komisch, dass alles Kremlings sind. Kommando. King Kabul. Ende? Fragezeichen? Bestimmt nicht. So, steh auf, King Kabul. Ich hab noch ein Hühnchen mit dir zu rupfen. Ich weiß, dass du noch nicht abgekratzt bist. Und er steht tatsächlich wieder auf. Und er trifft mich natürlich sofort. Haha, nicht mit mir. So, einmal noch. Haha, ausgewichen. Und bam, geh down, du. Wir haben es geschafft. Yippie. Gut gemacht, mein Junge. Hätte ich die Grünscheibe gar nicht zugetraut. Er lobt uns. Eine ganze Horde Kremlings, ganz allein fertig gemacht. Da lacht das stolze Opa-Herz. Schau mal in deinem Lager nach. Du könntest eine nette Überraschung erleben. Sind unsere Bananen wieder da, vielleicht? Was für ein toller Spieler du bist, Junge. Du hast die Kremlings richtig blamiert. Und dann hast du auch noch alles gefunden. Du bist fast so gut wie ich. Ich bin genauso gut. Man kann ja nicht mehr als alles finden. Yippie! Alle Bananen sind wieder im Lager. Die Credits. Und zu meinem Fazit. Und Bewertung. Ja, also. Kommen wir mal zur Grafik. Die ist natürlich für diese Zeit sensationell. Genauso wie der Sound. Der ist richtig episch. Das Spiel ist leicht zu steuern. Also, selbst wenn man keine Erfahrung hat. Sehr leicht. Mankey Kong hieß dieser Affe, der immer die Fässer nach mir geworfen hat. Und das Spiel macht auch riesen Spaß. Nur was ich mir gewünscht hätte, ist bei den Bonusleveln zum Beispiel, dass man die schaffen muss. So wie was die in DKC2 dann gemacht haben mit den Münzen, die man einsammeln muss. Weil so, ja, kann man einfach reingehen und... Ja, muss man noch nicht mal schaffen, damit das zu den 101% zählt. Ja, und die Bosse, die hätten auch schwieriger sein können. Ich habe mich halt nur jetzt ein bisschen doof angestellt, aber trotzdem sehr, sehr schnell besiegt. Weil die Level, die haben dann schon angezogen. Aber dann, die Bosse, die haben richtig nachgelassen. Die Story war natürlich sehr einfach gehalten. Wobei das Spiel natürlich auch sehr abwechslungsreich war. Trotz einfach gehaltener Story. Und was ich manchmal sehr nervig fand, war mit der Hitbox. Ich weiß gar nicht, wie oft ich schon Double KO hatte. 5-6 Mal bestimmt. Ja. Ein Retro-Spiel, aber ein richtig geiles Spiel. Very Gnafty. Achso, dann waren die kleinen einfach nur normale Gnaftys. Ja, also die Bosse, wie gesagt, keine Herausforderung. Meine Bewertung 9,4 von 10. Ich glaube, ich habe DKC2 9,8 gegeben oder 9,7, aber trotzdem. 9,4. Ich finde das... Ja, das Spiel ist einfach geil. Espresso mag ich nicht. Winky auch nicht.
Winky ohne L und ohne R irgendwo. Squawks war nur einmal da bei Familie Kong. Bin ich jetzt dran? Nö, bist du nicht. Ich überlege gerade, ob ich noch die... Klar bin ich der Nächste. Ach nee. Diddy Kong, yeah. Gibt's hier Abkürzungsfässer in den ersten beiden Leveln? Ich weiß gar nicht. Ich glaube nicht. Genau, verarsch ihn noch. Oh, der hat gesessen, ey. Ich dir erstmal eins aufs Maul. Der ist mal verprügelt. Dafür kriegt er auch jetzt einen Biss. Ein Leben hätte mir genügt. Ich wäre schneller gewesen. Ich bedanke mich an alle, die dieses Projekt verfolgt haben und auch immer schön kommentiert haben und Verbesserungsvorschläge gebracht haben. Ich werde mich an den Verbesserungsvorschlägen orientieren und versuchen, den nächsten Projekt auf jeden Fall besser zu machen. Ja, von meiner Seite gibt es eigentlich nichts mehr. Dann genießt jetzt noch die schöne Musik und den Abspann. Ich sage dann Tschüss und freue mich, wenn ihr wieder... Ah, David Wise! Yeah! Das ist für mich der beste Musikproduzent von Spielen. Ja, ich freue mich, wenn ihr dann wieder beim nächsten Projekt einschaltet und... Es wird nicht Donkey Kong Country 3 sein, also in nächster Zukunft. Wahrscheinlich eher nicht. Aber es wird kommen, auf jeden Fall. Nur wann ist erstmal die Frage. Okay, dann, wie gesagt, bedanke ich mich fürs Zusehen und... Haut rein. Macht's gut. Ciao. %101, yippie, 3 Stunden, 5 Minuten, gut oder nicht gut, keine Ahnung. Okay dann, haut rein, ciao.